Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute habe ich eine richtig coole Übung für euch. Denn ich möchte euch heute gerne eine Übung zeigen, mit der ihr wirklich alle eure Finger trainieren könnt, vom Daumen bis zum kleinen Finger. Und ich habe mit dieser Übung schon ganz tolle Erfolge erzielt. Ich kann seitdem meinen Ringfinger sogar einzeln bewegen, ganz leicht nur, aber immerhin. Und auch meinen kleinen Finger kann ich dadurch besser einzeln bewegen. Deshalb möchte ich euch diese Übung unbedingt heute mal zeigen. Ich kenne sie selbst erst seit kurzem, meine Ergotherapeutin hat sie mir gezeigt. Und mich würde natürlich mega interessieren, ob sie bei euch auch so gut funktioniert. Ja, für die Übung benötigt ihr nur ein kleines Glassteinchen. Wie genau das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit der Übung! Für diese Übung legt ihr eure Hand einfach auf den Tisch und dann legt ihr unter einen eurer Finger dieses Steinchen. Und das Ziel besteht jetzt darin, dass ihr das Steinchen hin und her bewegt. Und sozusagen dadurch euren Fingerheber trainiert, also dadurch, dass ihr lernt, euren Finger anzuwinkeln und wieder lang zu machen. Und das Ganze könnt ihr natürlich mit jedem beliebigen Finger wiederholen. Der Vorteil an dieser Übung, man kann sie auch wunderbar zunächst passiv machen. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne mit meinem Ringfinger und mit meinem kleinen Finger, dass ich den Finger einfach passiv bewege. Das sieht dann so aus. Und ich hatte es jetzt schon zwei, drei Mal in meinem Training, dass wenn ich das 5 Minuten lang gemacht habe, immer wieder hin und her bewegen, zwischendurch verrutscht der Stein mal. Aber wenn man das wirklich eine Zeit lang macht, dann speichert das Gehirn diese Bewegungen ab. Wie genau das jetzt funktioniert, kann ich leider an der Stelle auch noch nicht genau sagen. Aber dann funktioniert diese Übung. Und dann kann ich auf einmal wirklich meinen Ringfinger bewegen. Hier sieht man schon leicht. Sind schon Bewegungsansätze da. Und das, ich weiß, es ist nur eine minimale Bewegung, aber das habe ich bisher mit keiner anderen Übung so hinbekommen. Deshalb würde mich natürlich auch mega interessieren, wie funktioniert diese Übung bei euch? Hat die auch diesen Effekt? Was ich an dieser Übung auch noch sehr schätze, ist, dass ich damit nicht nur meinen Zeige-, Mittelfinger-, Ringfinger- und kleinen Finger trainieren kann, sondern eben auch zum Beispiel das Spreizen und Schließen des Daumens nochmal aktiv trainieren kann. Ja, an der Stelle möchte ich dir gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, weil ich habe festgestellt, immer wenn ich zu Hause eine bestimmte Übung mache, dann mache ich sie nicht nur mit meiner rechten Hand, also mit der Hand, mit der ich trainieren will, sondern ich mache sie meistens auch noch parallel mit der linken Hand mit. Und warum mache ich das? Weil ich dadurch gemerkt habe, dass ich schneller vorwärts komme. Das heißt, dass ich wirklich die Bewegung schneller drauf habe. Und da würde mich an der Stelle natürlich mega interessieren, ist es bei dir ähnlich? Hast du Ähnliches festgestellt? Ist es bei dir auch so, dass wenn du mit beiden Händen parallel arbeitest, dass du dann eine Bewegung besser ausführen kannst? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten möchte ich dir an der Stelle den Tipp geben, wiederhole diese Übung wirklich regelmäßig. Mach's mal so circa 21 Tage, so lange braucht unser Gehirn ungefähr, um eine neue Fähigkeit abzuspeichern. Mach's auch gerne 12 bis 15 Mal am Tag mit jedem Finger und dann guck einfach mal, was sich dadurch bei dir verändert, ob du die Bewegung wirklich schneller hinkriegst. Was hast du denn davon? Ja, du hast davon, dass du deine Finger, deine einzelnen Finger wirklich besser und gezielter bewegen kannst. Und dabei wünsche ich dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ansonsten würde mich jetzt interessieren, wie gefällt dir diese Übung? Welche Erfahrungen sammelst du damit? Machst du auch vielleicht so schnelle Fortschritte wie ich? Und ja, lass mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich natürlich immer auch über einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat.
Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wie immer gilt, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.